Erstaunlich, dass du bis hierher geschafft hast, Ungläubiger. Allerdings ist deine Reise hier zu Ende. Schnell, 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 schnell. Okay, das war nicht ganz richtig. Aber schon ziemlich gut. Nochmal. So, wie gesagt, schnell, schnell, schnell. Komm, lad. Hörst du manchmal Worte, die du nicht verstehst? Ich habe gesagt, es ist vorbei! Dun, 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 dun. Au, das tat echt weh. Puh, alles klar. Okay, hier muss es ja irgendwas geben. Du willst mich verarschen, warum komme ich da nicht durch? So fällt es ja nun auch wieder nicht. Danke. Ah. Du trägst zu viel, um zu ber... Verdammt, das ist immer das... Dann weiß man spätestens dann... Ich habe mich fürs Falsche entschieden. Stärkungselixier halten. Und jetzt? Mit dem komischen Stärkungselixier. Und nun? Hä? Ich meine, wie will ich jetzt weiter? Wo muss ich hin? Ich bin doch jetzt nicht nur wegen dem Stärkungselixier lang, oder? Hab ich irgendwas verpasst? Mal wieder? Wahrscheinlich. Fragen über Fragen, ne? Ja, hier. Ich brauche jetzt keinen Sinn. Ich habe doch jetzt nicht hier einfach den Schlüssel genommen, da geöffnet, um dann nur einen verdammten Stärkungselixier zu bekommen. Ich muss doch da irgendwo weitergehen. Aber wo? Das ist hier die Frage. Es gibt für mich nur eine logische Sache. Ich mache mal ganz kurz mein Fenster zu. Zack. Ganz unauffällig. Ich muss hier irgendwas verschieben. Ich habe es vorhin falsch verschoben. War ich eigentlich die Figuren zu stören? Nein, schade. Kriegt mal da alles nichts. Ah. Ich dachte mir doch, dass da irgendwas versteckt sein muss. So. Kurz die Lage checken. Okay. Hier werden wir dein Eindringen ein für alle Mal ein Ende machen. Formation 42, haltet euch bereit. Macht ihn fertig jetzt. 42 wie am Film? Nee. 42, weil ich mit dem Schwert, so zumindest der Exit,
auch ein Let's Player, der Alundra Let's Played hat. Weil ich mit dem Schwert 2 Schläge im Normalfall brauche. Und es 4 Leute sind. 42. Und ich glaube, wir sind dann schon fast am Ende. Maximal Lebenslauf ist wieder reicht. Den Lebensdiamanten erhalten. Und damit haben wir jetzt 30. Und ich wette, links unten gibt es nur Kräuter. Und wir müssen, um diese Kräuter zu kriegen, nochmal dann gegen die 4 Leute kämpfen. Aber das ist mir jetzt auch ausnahmsweise mal wert. Genau, aber jetzt müssen wir wieder rauf, weil wir kommen nicht durch, weil die Plattform weg ist. So einfach ist das. Und ich glaube, die kämpfen dann wieder gegen uns. Ganz mutig sind die schon ein bisschen, aber was willst du machen? Hier werden wir deine Eindringlinge für alle mal ein Ende machen. Hui! Formation 42 hat der Reporter fertig jetzt! Wenn ich diese Viecher irgendwo hasse, komm rauf jetzt! Gut, von mir ist halt so. Maximal Lebenskraft ist wieder erreicht. Es tut mir so leid. So leid. Aber wirklich keine Absicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ah, wie peinlich. Also das ist echt so ist es richtig unangenehm und... Naja, was willst du machen? Es werden auf alle mal ein Ende machen. Formation 42 oder Präparte fertig jetzt. Wie ich diese flinken Arsch-Assis hasse. Meine Fresse. Echt unglaublich. Die maximale Lebenskraft ist wieder reich. Danke. Geht doch. Nude, du hast den Boden meiner Heimstadt entweiht. Du gehörst wohl zu Melzers. Aber irgendwie scheinst du nicht mein Feind zu sein, aber auch kein Verbündeter. So, das ist jetzt ganz einfach. Wir laufen vor ihm weg, weil das ist ein Riese. Ein Riese. Oder muss ich erst nach oben? Ich muss erst nach oben. Mit ihm reden. Da muss ich weglaufen. Ich habe dieses Zeitkontinuum mit meinen Zauber geschaffen. Jetzt werden wir gleich wissen, ob du Freund oder Feind. Kämpfer. Oder Feigling bist. Wir sind ganz klar Feigling. Denn wir haben hier überhaupt keine Möglichkeit, außer von ihm wegzulaufen. Das ist so die Sache dabei. Und es geht nur darum, dass wir unten laufen. Und den Stein hinweghauen. Weil wenn er uns zu nahe kommt, werden wir sterben. Oh Gott. Er kommt doch schon sehr nahe. Oh, gut. Ah, lass mich in Ruhe, böser Friese. Nein. Oh Gott, da kommt uns echt schon nah. Nein. Okay. Wir kommen bloß an den großen Schein nicht so einfach vorbei. Alles gut. Oh nein. Aber eigentlich ist es ziemlich einfach, weil... Wollen sie nur nach unten halten und dann ist alles gut. Aber natürlich, man hat so viele fette Steine hintereinander, dass er uns echt schon gefährlich nahe kommt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, oh Gott, ist böse geworden. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott.
das unfair. Warte mal. Alter. Wieso haben hier so viele Riesensteine? Ist doch auch scheiße. Warum leckt das? Das ist unangenehm. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Mal, was kommt da nicht so nah? Was ich mich gerade schon sehr blöd angestellt haben. Ja, wir haben es geschafft. Geh weg. Wird wohl an der CD liegen, vielleicht ist die doch ein bisschen zerkratzt, deswegen das leckt. Solche möglichen Überlebensfähigkeiten können nur... Warte. Das Wappen. Du bist der Erlöser. Ich bin Nerude, Erlöser. Du weißt, ich bin einer der 7 Wächter. Ich bin als einziger der riesigen Rasse übrig. Die Gebete von Miming und seinen Leuten haben mich die ganzen Jahre am Leben erhalten. Aber auch die Macht der Gebete hat ihre Grenzen. Bitte entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe, Erlöser. Ich fühle die Aufrichtigkeit deiner Seele. Ja, Nava hat dich geschickt, oder? Das ist gut. Es zeigt, dass er sich entschlossen hat, gegen Melzers zu kämpfen. Darauf habe ich so lange gewartet. Ich weiß, du wirst siegen. Überlass das mir, Alundra, tritt zurück. Zorgiat. Du hast Wilder verraten. Du hast die Gatzek verraten. Und jetzt stehst du auf Melzers Seite. Du bist nur ein Bastard, der den Tod verdient. Ne Gute. Du hast eine scharfe Zunge. Warum musst du so verletzende Worte benutzen? Weil du mich einst mochtest? Weil ich dich verschonen? Wollte ich dich verschonen? Jetzt hat deine kleine Rede alles geändert. Nutzmelzers hat deinen Tod befohlen und jetzt bin ich bereit, seinen Befehl auszuführen. So eine hässliche Szene und es wird noch hässlicher, wenn es nach mir ginge. Und glücklicherweise, Alundra, geht es nach mir. Jetzt bist du dran, Alundra. Du sollst bluten. Ich habe nichts gegen dich. Ich befolge nur die Befehle meines Herrn und Meisters Melzers. Er ist sehr klug. Meinst du nicht? Wenn du jemanden hassen musst, dann Melzers, nicht mich. Ich bin nur sein Diener. Wer hat diese Winzlinge alarmiert? Sie kommen. Hast du ein Glück, Alundra. Deine kleinen Freunde retten dir heute das Leben. Ich muss gehen, Traumkind. Aber denk daran, ich werde dich finden und alles nachholen. Bis dahin, Träumer. Lebe sorglos und glücklich, denn du weißt nicht, wie lange noch. Du hast die Rude getötet! Lass mich seine Gurgel mit bloßen Händen herausreißen! Nein! Halte den fest, dann können wir ihn zerschlagen! Tötet ihn! Erschlagt ihn! Zerhackt ihn! Zerschmettert ihn! Nein, meine Kinder! Nicht er war es, den ihr töten wollt, ist der Einzige, der euch retten kann. Lord Nerude! Es ist wahr, König Miming. Seine Macht wird das Land retten und Frieden wird in den Herzen und Köpfe aller zurückkehren. Ich verstehe, mein Lord. Junge, tritt vor.
Alundra, du hast einen mächtigen Namen, der dir helfen wird. Hier ist noch etwas für dich. Nimm mein Wappen. Melzers hat seine Schergen geschickt, um es zu bekommen. Aber sie haben versagt. Benütze es, um ihn zu zerstören. Mein Leben geht zu Ende, meine Kinder. Geht fort, sonst werdet auch ihr sterben. Auf Wiedersehen, mein Lord. Glaube an dich, Alundra, trotz aller Schwierigkeiten, die sich dir in den Weg stellen werden. Das Tobas-Wappen erhalten. Lord Nerude will, dass wir dir helfen, Alundra. Bitte nimm dieses Geschenk für deinen Kampf. Den Wasserumhang erhalten. Und ich weiß, was wir damit machen können. Wir würden dir bei deinem Kampf gegen Melzers helfen, aber wir müssen uns hier verteidigen. Außerdem haben wir deine Fähigkeiten gesehen. Du brauchst keine Hilfe von so schwächen Gesellen wie uns. Viel Glück, Alundra. So ein paar Scherklinge, die mitkommen, wäre schon cool. Das ist wirklich peinlich, Alundra. Es tut mir leid, dass ich dich töten wollte. Nimm das als eine Art Entschuldigung. 50 Gulden erhalten. Ach, wie nett von ihm. So, wir hatten ja hier irgendwo noch eine Truhe, die wir gleich mal mitnehmen können. Wenn wir schon mal hier sind wieder. Ich glaube, die war hier links irgendwo. Da ist sie. Kraft dran gehalten. Ja, sehr schön. Hui. Und wir gehen zurück zum Dorf erst einmal. Speichern. Sammeln. Beruhigen. Das war doch sehr aufregend gerade, oder? Lord Nerude. Tod. Der letzte seiner Art. Damit sind wohl die Riesendinger. Jetzt mal ganz ehrlich, willst du der Junge mal rauf die Kiste? Muss ja gehen. Muss nur schauen, wie. Ich habe schon so eine Vorahnung, wie wir da hochkommen. Erstmal da, was ist da? Bisschen Geld. Okay. So, was haben wir da oben in der Kiste? Goldener Falke, hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Weil damit haben wir jetzt 28. Noch zwei, dann kriegen wir schon wieder was Neues. Sogar zwei neue Sachen, weil wir haben das letzte, glaube ich, nicht geholt. Wir haben sehr viele goldene Falken jetzt bekommen. Und ich weiß, was ich machen werde, bevor wir in den Wasser. Jetzt habe ich schon gespoilert, oder? Das nächste ist ein Wasserlevel. Aber kein normales Wasserlevel. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn es soweit ist. Wir gehen aber erstmal zurück ins Dorf, denn dort können wir speichern. Ja, so einfach ist das. Deswegen gehen wir zurück ins Dorf. Und ich finde es immer sehr schön, wenn wir im Dorf starten. Hat irgendwie was Kontinuierliches und das finde ich toll, finde ich schön. Und es gibt noch eine Sache, die wir noch erledigen müssen. Außerhalb der Story, weil Story ist ja eigentlich ganz klar, jetzt kommt Wasser. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen davor, wie gesagt, noch etwas anderes erledigen. Ich gehe auch voll den komplizierten, verdammten Weg. Statt dass ich einfach geordnet gehe, gehe ich gerade irgendwie zum Dorf, ne? Einmal komplett rumherum um die Map. Ergibt Sinn. Statt dass ich den nördlichen Eingang nehme, nehme ich natürlich den südlichen Eingang. Logisch. Ja, gut. Ist ja egal. So, ist irgendwas im Dorf passiert? Oder alle cool? Alle cool, ne? Nichts Außergewöhnliches. Ich kann ja dann nochmal kurz in der Runde mit Chess reden. Oder mit Maya. Maya ist doch sicherlich auch hier drin. Denn die Stärkung der Charaktere ist hier sehr wichtig. So, nee. Was willst du, Junge? Willst du mit Maya sprechen? Sie ist nicht hier. Ja, dann gehe ich wieder. Aber danke für die Info. Grumpy Oma. Dun, dun, da, dun, dun, dun.
Ah, genau, das wollte ich euch hier mal zeigen. Hellseherin. Haben wir noch nie genutzt. Und sie kann uns sagen, wie uns der Weg aussieht. Ich fühle, du erwartest von dieser alten, runzligen Frau, dass sie dir hilft. Komm näher, Erlöser, sei nicht so schüchtern. Stell dich vor die Kristallkugel und erfahre deine Bestimmung. Da, dann, dann, dann. Willst du etwas über dein Glück wissen, Erlöser? Ja. Oh, jetzt kann ich es sehen. Dein Weg ist, ich konnte nicht weiterlesen, ist einfach weggegangen. Ein vom Teufel besessener bedroht das Leben derer, die dir nahestehen. Du wirst doch mehr wissen, Erlöser, meine Weise. Kostet dich nur die Kleinigkeit von 15 Gulden. Ja, jetzt hat sie uns was über die Story gesagt. Ein Besessener vom Teufel bedroht die Leute. Der Mord an Sibyl. Gut, ist jetzt nicht so hässlich, aber wir können jetzt nochmal 15 Gulden mehr verlangen. Und da erklärt sie uns dann, wie unser weiterer Weg aussieht. Dein Weg leuchtet hell in der Kristallkugel. Das ist so die Hilfe, die uns das Spiel gibt. Und jetzt sehen wir hier. Hier links ist etwas. Die Kugel zeigt einen, der dich vor starkem Strom rettet. Die Dunkelheit breitet sich vor deinen Augen aus. Aber in deinem Herzen scheint das Licht und du gehst ohne Furcht weiter. Und wir kriegen vor den Leben. Das war nicht der Hauptgrund, warum ich das jetzt gemacht habe. So. Wenn du dich verirrst, komm hierher zurück und die Kristallkugel wird dir den richtigen Weg zeigen. So. Und ich gehe auch speichern, weil es hier leckt. Wie Sau. Und ich muss mal rausfinden, warum es eigentlich leckt. Vielleicht muss ich die CD mal wieder putzen. Ich habe keine Ahnung. Aber das stört mich extrem. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt so stark stört, aber mich stört es schon sehr. Boah. Mittendrin. Oh, ich hoffe, dass die CD nicht defekt ist. Weil so kannte man das früher. War die CD defekt, musste man sie wieder... leckte es oder hing es sich halt auf, ne? Spielstand speichern, ja. Das ist heute gar nicht mehr so schlimm. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich alles digital nur noch habe. Ich glaube, das ist einer der ersten Spiele, die ich mal wirklich wieder per CD let's play. Ja gut, bei Yonkers Soul ist PlayStation 3 Spiel ist was anderes. Na, was war? Überschreiben, ja. Die Geschichte wird gespeichert. Und damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann, wenn wir uns auf den Weg machen. Und dieses Mal Norden, Süden, Westen. Und zwar Richtung Westen der Karte. Und das mal ein bisschen noch mal genauer untersuchen. Bis dann. Ciao.